Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit Naitan. Das ist der Zerstörer von KuchenTV. Es kommt immer auf den Grund an! Du Flöte! Im Allgemeinen könnte man sagen, dass Naitan in dieser Vogue-Bubble aufgehoben ist. Bei Jungfeldsalat, Dara und Karl. Thema unserer Diskussion sollte eigentlich Aktivismus sein. Da sich Naitan ja immer für marginalisierte Gruppen, wie zum Beispiel Transpersonen, queere Menschen, Ausländer, was auch immer, einsetzen möchte. Allerdings habe ich hier die Vermutung, dass man sich häufig einfach nur Gegner erfindet und unnötig aufhetzt, ohne dass man in der Debatte wirklich mit den Lösungsansätzen weiterkommt. Als ich das zu Anfang des Gesprächs fragen wollte, ist Naitan mir allerdings zuvorgekommen und hat mir eine sehr, sehr freundliche Frage zu Anfang des Gesprächs gestellt. Soll ich mit dir quasi als Pädagoge mit einem pädagogischen Ansatz reden? Oder möchtest du, dass ich mit dir sozusagen auf Augenhöhe spreche? Ja, das war direkt mal ein Schuss ins eigene Knie. Abgesehen davon, dass diese Frage super unsympathisch wirkt und man damit erstmal direkt schlecht dasteht zu Anfang des Gesprächs, sollte auch ein Pädagoge mit seinen Schülern immer auf Augenhöhe sprechen. Das ist kein Ding von, mit Schülern spricht man nicht auf Augenhöhe. Natürlich kann man einen pädagogischen Ansatz wählen, aber Augenhöhe sollte eigentlich Grundvoraussetzung sein. By the way, Leute, ich bin eine der beiden involvierten Personen hier, deswegen schaut euch unbedingt das gesamte Gespräch an, damit ich hier nichts aus dem Kontext geschnitten habe. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, das würde mir sehr helfen. Außerdem ist es ja irgendwie logisch, dass wenn ich über Discord ihn frage, ob wir über seinen Twitch-Aktivismus reden wollen, also den von Naitan, dem Streamer, dass ich nicht auf einer pädagogischen Ebene mit der Privatperson sprechen möchte. Nein, wir wollten ja über den Aktivismus sprechen. Nachdem wir das Thema dann geklärt hatten, habe ich einmal Naitan gefragt, was er denn von mir schon so gesehen hat und ob er auch Kritik an meinem Aktivismus hat oder ob er sich gar nicht zu mir informiert hat. Also erstmal, ich sehe das schon, dass du Aktivismus machst, weil dein YouTube-Kanal, du hast so Technikzeug gemacht und so und hattest da kaum Klicks. Dann hast du angefangen, dich mit diesen Woken zu beschäftigen und machst seitdem eigentlich nur dieses Anti-Vogue-Ding, was eben auch andere Kanäle machen, und seitdem sind deine Klicks ordentlich nach oben gegangen. Und da sehe ich schon so eine gewisse Agenda dahinter. Also da wirst du mir ja wohl hoffentlich zustimmen. Und das ist schon grundlegend falsch. Ich mache keinen Aktivismus, der einfach nur daraus besteht, zu sagen, ich bin Anti-Vogue. Ich kritisiere Menschen, die sich für Sachen einsetzen wollen, aber dann unlogische Argumente vorbringen, die die ganze Sache ins Lächerliche ziehen. Denn wenn man sich für irgendwas einsetzt, dann aber unlogische Argumentationen oder falsche Aussagen bringt, schadet man der Sache an sich. Mein Beispiel hier ist immer Carsten Stahl. Kinderschutz ist eine super Sache. Was Carsten Stahl macht, ist rumbrüllen und der Sache an sich schaden. Und das versteht diese Bubble anscheinend überhaupt nicht. Allerdings meinte Naitan ja auch noch später, wofür er sich in seinem Aktivismus einsetzen möchte. Es geht darum, für deine Ziele zu kämpfen. Nö. Nicht? Es geht nicht darum, für deine Ziele zu kämpfen. Warte, was? Es geht nicht darum, für seine Ziele zu kämpfen? Naitan? Bist du dir sicher, dass du das sagen wolltest, was du gerade gesagt hast? Paar Sekunden später sagt er dann das hier. Du möchtest nicht für deine Ziele kämpfen? Doch, ja, aber das ist nicht das Ziel des Aktivismus. So, jetzt stimmt er mir auf einmal bei der genau gleichen Sache wieder zu. Also, ich meinte natürlich nicht seine persönlichen Ziele, sondern die Ziele des Aktivismus, logischerweise. Und wenn ich seine Mittel bzw. Wege, wie er seinen Aktivismus vorbringen möchte, kritisiere, dann bin ich doch nicht automatisch anti. Genau wie er auch gesagt hat, dass eine Lexi zum Beispiel oder eine Porsche X anti wären, weil sie sich zur Aufgabe gemacht hätten, gegen Aktivismus zu sein. Hören wir mal kurz rein. Der Unterschied ist ja, dass eine Lexi zum Beispiel oder auch Porsche X jetzt sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen Transaktivismus vorzugehen. Und das ist schon wieder so falsch. Lexi und Porsche X wollen niemandem einfach so ihre Existenz absprechen oder ihre Identität wegnehmen. Das würde ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber man kann ja eben auch aus einer betroffenen Sicht andere Betroffene kritisieren, die sich eben falsch verhalten. Zum Beispiel hat Porsche X ja kritisiert, dass auf ESCs sexuelle Handlungen auf offener Straße stattgefunden haben. Ist sie jetzt deswegen anti-ESC oder anti-LGBTQ? Nein, sie hat sich nur klar von einer Sache distanziert bzw. diese Sache kritisiert, weil es eben negativ auf die gesamte Gruppe zurückfallen könnte. Und genau mit diesem Ansatz sollte man eben häufiger vorgehen. Wer etwas kritisiert, ist nicht gleich anti. Und vor allem finde ich es sehr gefährlich, wenn man Leute, die eben recht viel Kritik an dieser Gruppe bzw. dieser Bewegung äußern, als Token bezeichnet, wie Naitan es hier tut. Ja, ich bin nicht betroffen. Ich rede doch nicht mit einem transfeindlichen Token. Ich habe Transmenschen in meiner Moderatorenschaft und ich habe ganz viele Transpersonen, die bei mir zugucken, und die würden mir ja
vollständig zu Recht den Kopf abreißt. Noch einmal zum Verständnis. Lexi ist ein transfeindlicher Token, weil andere Personen, die auch betroffen sind, zu ihr sagen, dass sie falsch liegt. Wenn Lexi jedoch sagt, dass sie falsch liegt, ist das nicht in Ordnung, weil sie ja dann andere Transpersonen diskreditiert und automatisch ihre Identität wegnehmen möchte, weil Lexi eben so eine böse Person ist, mit der man ja auch nicht reden darf. Das ergibt gar keinen Sinn. Warum hört man der einen Gruppe mehr zu als der anderen und sagt dann, ja gut, die Gruppe ist richtig, das sind die richtigen Betroffenen und Lexi, Persha X und Co., die sind einfach falsch. Weil das sagt ja die andere Gruppe. Also die widersprechen sich ja eigentlich einfach gegenseitig und schließen gegenseitig ihre Meinungen aus. Mein Take hierzu wäre, ich würde einfach mit beiden sprechen und mir am Ende noch so ein paar Ergebnisse von Forschungen und Studien anschauen, um herauszufinden, wer vielleicht eher recht hat. Aber Nathan sagt ja, nee, mit Lexi rede ich nicht, weil meine Moderatoren würden mir dafür den Kopf abreißen. Dazu sagt er auch noch das hier. Liegt auch nicht an mir, ich würde sehr gerne mit Lexi reden. Ich habe aber einfach so einen betroffenen Fokus und sage mir, ey, ich als Nicht-Betroffener kann doch nicht mit einem transfeindlichen Token reden. Ich kann ja, als wenn ganz, ganz viele Betroffene mir sagen, sie ist ein transfeindlicher Token, dann. Okay, also er würde doch gerne mit ihr sprechen, aber sein Chat verbietet es ihm. Okay, das lässt tief blicken. Und seine darauf folgende Argumentation, warum man ihre Meinung nicht ernst nehmen muss und die von den Leuten bei ihm im Chat schon, ist einerseits erstmal, dass sein Umfeld mehr auf Seiten des Chats ist und mit Lexis Meinung nicht übereinstimmt und im Anschluss, dass man doch betroffenen Verbänden zuhören muss. Meine Frage daraufhin war, was ist denn, wenn Lexi auch einen betroffenen Verband aufmacht? Darauf antwortet er das hier. Da sind halt 10 Leute drin dann, ne? Ab wie vielen Leuten darf man es ernst nehmen? Muss man nicht immer schauen, dass man gerade die kleinen Gruppen ernst nimmt und so weiter? Also, weil sie also das ich meine, man muss, sich ja, halten? Man muss sich ja nur, man muss sich, also wenn wir über Transfeindlichkeit reden, muss man ja nur seinen Chat angucken, ne? Also da. Okay, da ist er aber mal ganz schnell geflüchtet. Zuerst kann man Lexis Betroffenenverband dann nicht ernst nehmen, weil er zu wenig Mitglieder hat. Wenn ich dann sage, ja gut, man muss doch eigentlich kleinen Gruppen zuhören und ab wie vielen Mitgliedern man das ernst nehmen kann, geht er plötzlich einfach auf meinen Chat. Und mein Chat war wirklich die ganze Zeit sehr clean. Soweit ich weiß, ist nur einmal ein moderativer Fehler passiert und zwar hat der Automod das Wort Trans, welches beleidigend ist und man nicht verwenden sollte, einmal blockiert und ich habe das versehentlich freigegeben, weil ich eben Trans gelesen habe und dachte, hä, warum wird das denn weggeblockt? Das war, soweit ich weiß, der einzige Fehler, der uns in der Moderation passiert ist. Allerdings ist es auch interessant, dass gerade Nathan auf den Chat geht, während er bei anderen Talks hier sowas sagt. Wenn du selber sachlich und höflich mit den Leuten redest, dann wird auf den Chat gegangen. Also wird einfach gesagt, dein Chat ist schlimm. Ach so, dir hat diese Taktik von dieser komischen Sith-Bubble so gut gefallen, dass du die jetzt einfach selber anwendest. Aber noch viel interessanter ist auch, wie dein Chat so aussah. Denn ich weiß ja nicht, aber sind das Nachrichten, die man nicht löschen sollte? So ein Trottel, wie er lacht. Alter, so ein ekelhafter Typ. Dieser dumme kleine Drecksbengel. Seine Eltern sind safe, richtige Frage. Er soll bitte, bitte seine Fresse halten, meine Güte. Fuck, Edgelord. Halt's Maul, du dummer Pisser. Völlig ohne Bezug zu irgendwas. Ich finde, reiche Kinder sollten erzogen werden. Findest du wirklich, dass das Nachrichten sind, die in deinem Chat einfach so stehen sollten? Also wir haben schon die kleinsten Beleidigungen gegenüber dir gelöscht und die Menschen dann auch getimeoutet. Aber bei dir stehen einfach die heftigsten Beleidigungen. Und wenn du das jetzt verteidigen möchtest mit, ja gut, das waren halt Betroffene, die sich angegriffen gefühlt haben. Erstens einmal, was ist, wenn Lexi dich beleidigt hätte, weil sie ist auch eine Betroffene und fühlt sich vielleicht angegriffen von dem, was du sagst. Und zweitens mal, was bringt es? Also diese Beleidigungen vergiften doch maximal den Diskurs und führen dazu, dass Menschen Reaktanz entwickeln, also sich von dem gesamten Thema abschotten und sagen, die beleidigen ja eh nur rum, die kann man nicht ernst nehmen. Es bringt einfach nichts und ich finde es wirklich heftig, dass er mich für meinen Chat angreift, während da bei ihm sowas steht. Aber was stand denn so Schlimmes in meinem Chat? Das liest Nathan hier auch gleich nochmal vor. Schreibt jemand in deinen Chat, dass die echten Frauen ja einen Penis haben und so, macht sich darüber lustig. Okay, ich muss zugeben, diese wirklich schreckliche, menschenfeindliche Aussage hätte ich nicht in meinem Chat stehen lassen dürfen, da sie hier ganz offensichtlich falsch ist und Menschen abwertet und beleidigt. Okay, also ist diese Aussage, dass Frauen im Normalfall kein männliches Geschlechtsteil haben, so dermaßen schlimm für dich, dass das als transfeindlich zählt? Es ist einfach nur mal so, dass das ein männliches Geschlechtsteil ist. Außer, wenn man Nathan glaubt. Hat mich nur gerade im Kopf. Also man kann sagen, es ist ein männlich gelesenes Geschlechtsteil. Weil ein Penis auch, kann natürlich bei einer Transfrau auch ein weibliches Geschlechtsteil dann in dem Moment. Wenn sie sagt, ich bin eine Transfrau und sie hat einen Penis, dann ist es ein weibliches Geschlechtsteil in dem Moment. Doch, Nathan, ein Penis
Es ist ein männliches Geschlechtsteil. Abgesehen davon, dass es eine Definition ist, die einfach so überall steht, ist es ja auch nicht mal kollidierend mit der Aussage, dass das prinzipiell auch bei einer Transfrau noch existieren kann. Denn diese Person ist dann vielleicht gesellschaftlich gesehen vom Gender her weiblich, aber hat noch ein männliches Geschlechtsteil. Daran ist ja auch erstmal nichts Abwertendes. Das ist einfach nur ein Fakt. Und das ändert auch nichts daran, dass wir sie gesellschaftlich als Frau akzeptieren können. Aber wenn man Geschlechtsteile jetzt geschlechtsunspezifisch macht, was erstmal gar keinen Sinn ergibt, würde es ja auch den Betroffenen nichts helfen. Denn es würde ja Operationen, die das Geschlecht angleichen sollen, obsolet machen. Denn man operiert ja im Normalfall eine Transfrau von einem biologischen Mann zu einer biologischen Frau, zumindest so weit man das kann. Wenn Geschlechtsteile geschlechtsunspezifisch sind, müsste man das nicht mehr machen, was im schlimmsten Fall auch dazu führen kann, dass Krankenkassen diese OPs nicht mehr übernehmen wollen. Und somit hat man Betroffenen erfolgreich geschadet, weil man Penis nicht mehr männliches Geschlechtsteil nennen darf. Was ja überhaupt nichts Schlimmes ist und niemanden abwerten soll. Das ist einfach nur ein biologischer Fakt. Aber so wie Nathan hier schon mit irgendwelchen Begriffen um sich schmeißt, macht er auf jeden Fall auch sehr gut weiter. Danke an Real Talk ist das für den Raid hier. Realtalkistus. Hallo, Faschu-Community, grüße euch. Ach, das sind Faschus, alle. Ja, Realtalkistus, hast du ein Faschu, ja. Ja, sehr schön, wenn du Realtalkistus, von denen ich noch absolut nichts gehört habe, was auf ein faschistisches Weltbild schließen lässt, als Faschus bezeichnest, wird das genau genommen was bringen? Ich glaube halt, dass dieses Outcallen, auch wie du es jetzt gerade gemacht hast, höchstens zu einer Gegenreaktion führt. Also, ja klar, führt das zu einer Gegenreaktion. Ja, zu einer Gegenreaktion, die im schlimmsten Fall dazu führt, dass die Leute sagen, ja gut, dann bin ich halt Fascho. Ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, ne, würde ich sagen. Nein, Nathan, es ist absolut nichts Gutes, wenn du Leute Faschos nennst, so lange bis sie sagen, okay, dann bin ich halt ein Fascho. Denn das führt nicht dazu, dass sie sich bessern werden, sondern höchstens zu Reaktanz. Also man sagt dann, okay, wenn ich eh als Fascho beleidigt werde und das nicht bin, dann nenne ich mich jetzt halt eben selber Fascho und hänge dann eben nur noch mit Leuten rum, die sich auch als Faschos bezeichnen und radikalisiere mich dann weiter. Somit hast du nicht dein Ziel erreicht, sondern die andere Seite effektiv stärker gemacht. Was mal wieder so ein Punkt ist, wo ich sagen würde, hier ist der ganz tolle Aktivismus von Nathan gescheitert. Und als ich ihm dann erklärt habe, dass es eben nichts Gutes ist, wenn sich Leute freiwillig als Faschos bezeichnen, sagt er irgendwie das hier. Also, guck mal, das ist ja der Unterschied. Ne? Ja. Ich kann mich ja hinsetzen und sagen, ich bin linksradikal. Ich kann das auch begründen. Ne? Ich kann ganz offen meine Meinung sagen und ganz offen meine Positionen kommunizieren. Faschos müssen immer sagen, nee, ich bin rechtskonservativ oder ich bin bürgerlich konservativ oder irgend so ein Quatsch müssen die immer von sich behaupten. Und Nathan, was soll das jetzt beweisen? Du bezeichnest dich als linksradikal, unter Umständen, um einfach besser dazustehen, unter Umständen, weil du es wirklich bist. Und Rechte tun das eben nicht. Aber vielleicht liegt das einfach daran, dass wir hier von Rechten sprechen und eben nicht von Rechtsradikalen. Denn es gibt auch Linke, die sich als links bezeichnen und nicht linksradikal. Unter Umständen liegt das einfach daran, dass wir da von unterschiedlichen Gruppen sprechen. Und außerdem kann es auch einen guten Grund dafür geben, warum sich Rechtsradikale nicht als solche bezeichnen dürfen. Denn in unserer Gesellschaft wird radikal und extrem oftmals als Synonym bezeichnet. Ich persönlich mache das ungern, da radikal eine andere Wortbedeutung hat. Hier geht es eben darum, dass man vom Grunde an, von der Wurzel an, Sachen angeht. Und bei Extremismus geht es meistens eher darum, dass man Gewalt anwendet. Aber Nathans Take zu Linksextremismus finde ich auch noch sehr gut. Ich habe eine Familie, deswegen sehe ich mich da jetzt nicht so richtig. Ich habe auch absolut kein Problem damit, auch mit Gewalt Nazis aufzuhalten. Oder Leute, die du als Nazis definierst. Okay, das finde ich schon relativ hart, denn Nathan wirft mit dem Begriff Nazi bzw. Fascho recht leicht rum. Er hat zwar explizit gesagt, dass er nicht dafür ist, dass man Realtalkistus jetzt irgendwelche Gewalt antut, aber warum bezeichnet er sie dann als Faschos und warum sagt er, man darf gegen Faschos oder Nazis auch mit Gewalt vorgehen? Er nutzt dann das Beispiel von Rostock-Lichtenhagen, bei der rechtsradikale Gruppierungen ein Flüchtlingsheim angegriffen haben und die Polizei anscheinend nicht schnell genug gehandelt hat, beziehungsweise nicht richtig gehandelt hat. Grundsätzlich würde ich auch sagen, dass es absolut in Ordnung ist, wenn man Menschen schützt vor anderen Menschen, die sie gewaltsam angreifen wollen. Zur Not auch mit eigener Gewalt. Allerdings ist das ganz klar reaktive Gewalt. Also diese Gruppe hat zuerst das Flüchtlingsheim angegriffen und man hat das dann mit Gewalt verteidigt. Als letztes Mittel, weil die Polizei anscheinend nichts gemacht hat.
Allerdings finde ich nicht, dass es in Ordnung sein sollte, dass man Nazis einfach angreift, weil sie existieren. Oder eben Leute, die man selber als Nazis bezeichnet. Weil erstmal würde ich es nicht jedem zutrauen, zu entscheiden, wer ein Nazi ist und wer nicht, weil wir eben sehen, wie locker diese Bubble mit solchen Begriffen um sich schmeißt. Und andererseits weiß ich auch nicht, was es bringen soll. Also wenn man sowas sagt, wird das doch eher dazu führen, dass sich solche Gruppierungen noch bewaffnen und so weiter. Ich bin da eher dabei, dass man solche Leute dann aufgrund von Straftaten, wie beispielsweise Volksverhetzung oder Besitz von Waffen, verbotener Symboliken und so weiter, anzeigt. Weil das eben soweit erstmal unser bester Weg ist, mit solchen Leuten umzugehen. Außerdem sind sowas wie Ausstiegsprogramme, bessere Bildungschancen und so weiter auch noch sehr hilfreich. Als ich dann aber erklärt habe, dass ich es nicht für den sinnvollsten Weg halte, irgendwelche linksextremen Gruppierungen zu gründen, die mit Gewalt gegen entweder echte Nazis oder sogenannte Nazis vorgehen, hat er das hier gesagt. Ich traue keinem Nazi hinterher. Ich habe auch kein Problem damit, dass Nawalny tot ist. Freue ich mich drüber. Ein Nazi weniger auf diesem Planeten. Und dieses Konzept halte ich eben für sehr gefährlich. Denn im Namen des Guten kann man wirklich sehr viele schreckliche Verbrechen begehen. Einem muss einfach klar sein, dass sich geschichtlich gesehen sehr viele Menschen auf der moralisch richtigen Seite gesehen haben und sich somit selber schreckliche Taten rechtfertigen konnten. Ich möchte absolut nicht sagen, dass das sein Ziel ist oder dass er auf so etwas hinaus möchte. Allerdings habe ich bei diesem Punkt schon sehr starkes Bedenken. Eine auch sehr spannende Stelle im Gespräch war das hier. Ich glaub, das und ich kann dir auch ganz genau begründen, warum ziemlich alle Punkte, alle Forderungen von rechts die Welt schlechter machen werden. Verstehe ich das gerade richtig, dass du sagst, rechte Meinungen sind grundsätzlich schlecht und die sind grundsätzlich abzulehnen? Ja. Und unsere Demokratie funktioniert dann wie genau? Unsere Demokratie funktioniert derzeitig so, dass wir kurz davor sind, sie zu verlieren aufgrund von rechter Politik. Ja, Nathan, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Ansatz. Wir verbieten alle Parteien, die du nicht magst, und dann werden die Menschen schon automatisch die richtige wählen, weil sie ja keine anderen Optionen mehr haben. Du hast definitiv die Demokratie gerettet. Sein Take hier von wegen alle Rechten wollen die Demokratie abschaffen und gehören daher verboten, ergibt auch generell gar keinen Sinn. Ich finde, in einem demokratischen Bereich sollte man einfach miteinander reden, diskutieren dürfen und mit den besseren Argumenten Wähler überzeugen. Und wenn sich dann mehr Personen zu deiner politischen Position hingezogen fühlen, hast du einen guten Aktivismus bzw. guten Wahlkampf gemacht. Meiner Meinung nach sollte man in einem demokratischen Bereich einfach miteinander reden, diskutieren und Argumente austauschen und die Menschen werden sich dann schon zu den besseren Positionen hingezogen fühlen. Das ist einfach der Weg, wie eine richtige Demokratie funktioniert. Aber laut Nathan ist das undemokratisch, I guess. Am Ende des Gesprächs sage ich auch nochmal eine Sache, die ihm gar nicht gefallen hat. Ich kann auch meinen, wenn ich jetzt ein Kind hätte, das 5 Jahre alt ist, es ist ein Junge, der kann ich nicht... Kann ich ja nicht davon ausgehen, dass es jetzt eine Transfrau ist. Außer also, er sagt es dir. Oder sie sagt es dir in dem Moment dann. Das kann man mit 5 Jahren schon zuverlässig? Ja. Kann man das potenziell denen einreden? Bist du der Meinung, dass das macht ja keiner. Kindern kannst du alles einreden, aber das macht ja keiner. Aber Nathan akzeptiert diese Differenzierung überhaupt nicht. Und er rastet weiterhin komplett aus. Dann sagst du einfach gar nicht. So, weil es ja einfach wieder das rechtsextreme Narrativ irgendwie so zumindest... ich werde mir nicht verbieten lassen, Fakten allein, zu nennen. Allein dadurch, dass du es sagst, weil ich sagst, ist es in der Welt. Ne? Allein dadurch ist es in der Welt und dadurch wird dieses Narrativ wieder bestärkt. Auch wenn du dann, ne, das ist ja auch immer dieses Ruderprinzip, ne? Man sagt irgendwas und dann sagt man, ja, aber ich sehe es. Glaubst du, dass man das Kindern einreden kann, das trans sein? Also damit hat man es in die Welt gepackt. Und dann rudert man und sagt, ich sehe das natürlich nicht so. Ne? Also, naja, nee. Also. Nein, Nathan, ich habe hiermit kein Narrativ befeuert. Und ich möchte auch keiner Person gegenüber irgendetwas Böses. Allerdings halte ich es schon für wichtig, dass man für Sachen Definitionen hat und dass man differenzierte Aussagen treffen darf, ohne dass man direkt hört, du befeuerst irgendein Narrativ, weil du ja differenzierst und sagst, dass es diese Möglichkeit gibt, aber diese Möglichkeit nicht wahrscheinlich ist. Man interpretiert da jetzt so bösartig wie möglich alles rein, nur um am Ende des Gesprächs nochmal irgendeinen Punkt machen zu können. Schreibt eure Meinung zu den ganzen Themen gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten Video. Du Flöte!